Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video nähen wir gemeinsam eine Nahttasche. Das ist eine unauffällige Taschenvariante, die ihr wunderbar zum Beispiel in unser Hemdblusenkleid einnähen könnt. Sie eignet sich auch für andere Kleider sowie Röcke und Hosen. Ich werde euch jetzt eine besonders saubere Verarbeitung zeigen und bevor es losgeht, abonniert noch meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, um immer zu erfahren, wenn es ein neues Nähvideo gibt. Also bleibt dran! Die Anleitung für die Nahttasche zeige ich euch am Beispiel von unserem Hemdblusenkleid. Dieses ist tailliert geschnitten mit einem schwingenden Rockteil und kann mit einem Gürtel getragen werden. Das Schnittmuster enthält kurze Ärmel mit Aufschlag sowie Dreiviertelärmel mit Manschetten. Die elegante Tasche passt aber auch wunderbar zu unserer Longbluse und dem durchgehenden, gerade geschnittenen Kleid. Alle Schnittmuster findet ihr hier unter diesem Link. Die Nähanleitung für die klassischen Hemdendetails könnt ihr euch in unserer vierteiligen Serie anschauen. Die einzelnen Videos habe ich euch in der Beschreibung unten verlinkt. Wir beginnen nun mit der Anleitung für die Nahttasche. Im Anschluss daran zeige ich euch nochmal kurz zusammengefasst die Arbeitsschritte für das Hemdblusenkleid. Folgende Schnittteile aus gewebtem Baumwollstoff habe ich hier schon einmal vorbereitet. Einen rechten und linken Vorderrock, den Hinterrock, der im Bruch zugeschnitten wird, sowie zwei Paar Taschenbeutel, jeweils ein vorderer und ein hinterer. Als erstes legen wir den vorderen Taschenbeutel rechts auf rechts an die seitliche Kante des Vorderrockteils, sodass die Knipse genau aufeinandertreffen, stecken ihn mit zwei Nadeln fest und nähen ihn mit einem Zentimeter Nahtzugabe genau zwischen diesen beiden Nadeln an. Den Nahtanfang und das Ende verriegle ich mit ein paar Stichen vor und zurück. So sieht diese Naht aus. Und nun schneiden wir die Nahtzugabe am Anfang sowie am Ende vorsichtig genau bis zur Naht ein, klappen den Taschenbeutel um und steppen die Naht knappkantig auf dem Taschenbeutel wieder genau zwischen diesen beiden Knipsen ab. Damit ist diese Kante jetzt flach gesteppt. Wenn wir also den Taschenbeutel nach innen umklappen, die Nahtzugaben hier hervorstülpen, dann ist diese spätere Eingriffskante von außen schön sauber. Alternativ könnt ihr nach dem Einschneiden den Taschenbeutel direkt umklappen und die Kante dekorativ von außen auf dem Rockteil absteppen. Jetzt drehen wir das Rockteil um, klappen den Taschenbeutel auf und stecken den hinteren Taschenbeutel links auf links bündig fest. Und nähen ihn an der gerundeten Kante mit 4 mm Nahtzugabe an. Thank you.
Die erste Taschenbeutelnaht ist gemacht. Jetzt können wir ihn herumstülpen, sodass wie gewünscht die rechte Stoffseite innen liegt. Und die Kanten schön herausdrücken. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie einmal überbügeln. Das habe ich hier bereits gemacht. Nun erfolgt die zweite Naht, und zwar im Abstand von 7 mm. Dadurch wird die Nahtzugabe im Inneren verdeckt. Damit sind die Taschenbeutel auf der Innenseite jetzt schön sauber mit einer sogenannten französischen Naht gearbeitet. Von der rechten Seite sieht der Eingriff so aus. Hier habe ich bereits oben und unten die Stofflagen mit kurzen Hilfsnähten fixiert und auch beim zweiten Rockteil die Tasche auf die gleiche Weise schon eingearbeitet. Dann können wir später, wenn das Kleid soweit fertig genäht ist, die Seitennähte ganz bequem durchgehend schließen. Und nun zeige ich euch noch in einer Kurzfassung die Arbeitsschritte zum Nähen unseres Hemdblusenkleides mit kurzen Ärmeln und Gürtel. Der überwiegende Teil des Kleides wird wie in unserer vierteiligen Hemden-Videoserie genäht. Ihr findet sie unter diesem Link. Hier habe ich also die Vorderteile mit Brustabnähern und Taschen, wie im ersten Video gezeigt, vorbereitet. Am Rückenteil hat das Kleid Abnäher. Diese werden genauso wie die Brustabnäher genäht. Also von den Knipsen bis 2,5 cm über die Markierung hinaus. Das habe ich hier schon einmal gemacht und die Abnäherinhalte jeweils zur Mitte gebügelt. Anschließend wird die doppelte Passe angenäht. Das könnt ihr euch im vierten Video ansehen. Danach geht es mit den Rockteilen weiter. Diese werden rechts auf rechts an das Oberteil angenäht, die Nahtzugaben mit Zickzack- oder Overlocknähten versäubert und nach oben gebügelt. Weiterhin habe ich die vorderen Kanten wie bei unserer Damenhemdbluse zunächst 5 cm umgebügelt und dann nochmal eingeschlagen, sodass eine 2,5 cm breite Knopfleiste entsteht. Als nächstes werden die Ärmel an die Armlöcher angenäht, entweder die kurzen Ärmel oder die Dreiviertelärmel. Hier müsst ihr die Schlitze und Manschetten vorbereiten, das könnt ihr euch in unserem dritten Video ansehen. Bei den kurzen Ärmeln mit Aufschlägen werden zunächst die Saumkanten versäubert, dann die Kanten 6 cm auf die linke Stoffseite umgebügelt und diese Kante wiederum 3 cm auf die rechte Stoffseite. Die so vorbereiteten Ärmel werden wie bei der Hemdbluse angenäht und wenn ihr wollt, könnt ihr das Armloch danach noch knappkantig absteppen. Wenn das getan ist, können wir die Seitennähte schließen. Dafür habe ich die Kanten hier bereits rechts auf rechts zusammengesteckt. Beim kurzen Ärmel werden die gebügelten Kanten aufgeklappt. Die Armloch- und Teilungsnähte treffen aufeinander. Hier an der Nahttasche liegen die Knipse zusammen. Und hierbei achtet unbedingt darauf, dass ihr den Tascheneingriff nicht versehentlich annäht. Schiebt ihn also etwas nach innen und steckt ihn mit einer Nadel fest. Die geschlossene Seitennaht mit versäuberter und umgebügelter Nahtzugabe sieht so aus. Anschließend werden bei den kurzen Ärmeln die vorgebügelten Saumkanten umgeklappt und dann mit 5 cm Abstand rundherum angenäht. Nun können wir auf die Seitennähte die Gürtelschlaufen aufnähen. Dafür wird der Streifen der Länge nach rechts auf rechts gefaltet und mit 5 mm Nahtzugabe zusammengenäht. Mit Hilfe einer Nadel und festem Garn können wir den Tunnel wenden. Das gebügelte und halbierte Schlaufenteil wird oben und unten jeweils einen Zentimeter umgeschlagen und dann mittig auf der Teilungsnaht platziert. Steppt es oben und unten knappkantig an und kürzt die Nahtzugabe.
Für den Gürtel werden je nach gewünschter Länge zwei Streifen miteinander verbunden, dann der Länge nach rechts auf rechts gefaltet und mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. In der Mitte wird hierbei eine Öffnung zum Wenden gelassen. Diese wird geschlossen, nachdem der Gürtel gewendet, gebügelt und dann rundherum abgesteppt wird. Später könnt ihr dann den Gürtel ganz einfach zu einer Schleife binden oder ihr näht noch D-Ringe an. Eine schöne Alternative ist auch ein fertiges geflochtenes Lederband, ebenfalls mit kleinen D-Ringen. Schaut euch dann den vierten Teil an, um das Kleid komplett fertigzustellen. Ich zeige euch darin, wie die Knopfleiste genäht, wie der vorbereitete Kragen angesetzt und wie der Saum gearbeitet wird. Im Gegensatz zur Hemdbluse wird beim geschwungenen Rockteil die Saumkante versäubert, einen Zentimeter umgebügelt und festgesteppt. Und damit ist unser Hemdblusenkleid mit Gürtel und Nahttaschen fertig. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Nähprojekt und freue mich über einen Kommentar sowie einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.